Diese Spiele kennen keine Gnade. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir dir unsere Top 10 der schwersten ersten Level in Videospielen. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns die Einstiegslevel in Videospielen an, die unglaublich schwer oder scheinbar unmöglich sind. Fahrzeugtutorials und wichtige Erstkämpfe sind dabei eingeschlossen. Nummer 10. Skynet, The Terminator. Bühne ist Los Angeles des Jahres 2029. Ein jahrzehntelanger Krieg tobt zwischen Menschen und Maschinen, bis schließlich Kyle Reese in die Vergangenheit reist und versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen. Ja, viel Glück dabei. Dieses erste Level ist zwar kurz, zieht sich aber durch den riesigen Roboter am Anfang in die Länge. Und danach kommen noch endlose Wellen von Terminatoren. Gelingt es Reese, im Skynet-Labor Bomben zu legen, muss er in 45 Sekunden fliehen, bevor alles explodiert. Schlägt diese Mission fehl, wird Reese terminiert und man will das Spiel einfach nur zurückgeben. Nummer 9. Arkham Asylum – Batman Forever. Das dynamische Duo muss sich in diesem Level um einen Gefängnisausbruch kümmern, der von Two-Face angezettelt wurde. Die Sträflinge sind relativ einfach zu handhaben, aber viele Spieler bleiben dennoch stecken. Es gibt keine Plattformen zum Springen und scheinbar keinen Ausweg. Man muss die Steuerung nach oben und gleichzeitig die Select-Taste drücken, um den Enterhaken auszulösen, um weiterzukommen. Wenn das Timing nicht stimmt oder man an der falschen Stelle steht, wird der Haken nicht abgefeuert. Ein Blick in die Anleitung löst das Rätsel, aber im Spiel gibt es keine Hinweise, was man tun muss. Batman bleibt dadurch gefangen. Für immer. Nummer 8. Die Zugbrücke – Dragon's Lair. Prinzessin Daphne wurde entführt und es liegt an Dirk dem Kühnen, sie zu retten. Die Zeit drängt, aber statt ins Schloss zu eilen, kommt Dirks Abenteuer zu einem abrupten Stillstand. Er muss eine verfallende Zugbrücke überqueren, die von einem Drachen bewacht wird. Fledermäuse muss er auch ausweichen. Ein Treffer reicht und Dirk stirbt. Sogar das Burgtor ist tödlich, nur die Fledermäuse sind nicht ganz so heftig. Man kann diese Tortur in einem Stück überstehen, wenn man ein kompliziertes Bewegungsmuster ausführt, das leider nie erklärt wird. Das gleichnamige Arcade-Spiel war auch kein Spaziergang, aber zumindest konnten Spieler den ersten Teil überwinden. Nummer 7. Tatooine Speeder Super Star Wars – Return of the Jedi. Die Super Star Wars Spiele sind alle bekanntlich schwierig, aber dieses hier ist ein Prachtexemplar. Luke, Chewie und Leia rasen in einem Landspeeder über den Sand von Tatooine, um Han aus Jabbas Palast zu retten. Das Problem? Nun, es muss ein Erdbeben oder sowas gegeben haben, denn überall gibt es schwarze Hohlräume im Boden. Springt man von Sandfläche zu Sandfläche, ist alles in Ordnung, aber man muss auch riesigen Felsen ausweichen. Man kann es schaffen, aber diese Strecke ist heftig. Man springt sicherlich einige Mal über die Klippe, bevor man es richtig macht. Möge die Macht daher mit dir sein. Übrigens nein, du bist nicht verrückt, das war nicht in den Filmen. Nummer 6. Tempel der Prüfungen – Fallout 2. Der Auserwählte folgt den Spuren seiner Mutter und betritt diese gefährlichen Ruinen, um seine Ausbildung abzuschließen. Wie Spieler ihre Fähigkeiten ausrüsten, dient als Test. Vernachlässigt man bestimmte Fertigkeiten, wird es dementsprechend schwer, das Level zu schlagen. Die meisten neuen Spieler der Fallout-Serie waren diesbezüglich ziemlich ratlos. Als es darum ging, radioaktive Krabbler zu bekämpfen, an Feinden vorbeizuschleichen oder Schlösser zu knacken, scheiterten sie, wenn sie das falsche Können verbessert haben. Diejenigen, die den Tempel nicht entkamen, waren von Anfang an dem Untergang geweiht. Nummer 5. Die Straßen von Springfield – The Simpsons Bart vs. Space Mutants. Der 10-jährige Versager wird hier nicht geschont. El Barto muss in diesem langen Level violette Gegenstände einsammeln, winzige Aliens vermeiden, die ihn bei Kontakt töten und mit seiner Röntgenbrille Aliens erkennen, die als Menschen getarnt sind.
Das Level wird sogar noch nerviger. Bart muss in Läden gehen, um Gegenstände zu kaufen und diese auch irgendwie benutzen, um weiterzukommen. Allerdings gibt es im Spiel dafür keinerlei Anweisungen. Dazu kommt noch im zweiten Teil des Levels der krasse Skateboard-Teil dazu. Das ist genug, um sicherzustellen, dass niemand dieses Spiel ein zweites Mal versucht. Nummer 4. Marmoria City Arena. Pokémon Gelbe Edition oder Pokémon Special Pikachu Edition. Diejenigen, die sich für Bisasam oder Shiki als Starter-Pokémon entschieden und vorher genug trainiert haben, hatten mit dem Leiter der Marmoria City Arena wahrscheinlich ein leichtes Spiel. Pokémon-Spiele der gelben Edition hatten weniger Glück, denn Pikachu ist das einzige verfügbare Starter-Pokémon. Und Pokémon des Typen Elektro sind schwach gegen die Gesteinstypen. Bereite dich daher auf eine Herausforderung vor. Das ist nicht wie der Anime, bei dem jedermanns Lieblings-Elektromaus irgendwie mit Willenskraft die Gegner besiegt. Nein, es gibt andere Pokémon, die man fangen kann, damit sie an Pikachus Stelle kämpfen. Aber die Macht von Rokkos Kleinstein und Onyx wird dich dennoch dazu bringen, diese ganze fangsiale Pokémon-Meister-Sache nochmal zu überdenken. Nummer 3. Boletarischer Palast 1-1. Demon's Souls. Die Fans der Souls-Reihe sind mittlerweile an ihre Eigenheiten gewöhnt. Dies war nicht immer der Fall und das berüchtigte 1-1-Level war eine echte Lehrstunde für Spieler. Die meisten werden von den Feinden überrascht, während sie versuchen, Fallen zu vermeiden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spieler Tage damit verbringen, das Level zu wiederholen. Entweder weil sie sterben und von vorne anfangen oder weil sie Gegenstände farmen, um den Charakter zu verstärken. Da Level 1-1 so unverschämt schwer war, wurden Spieler dadurch auf den kommenden Wahnsinn vorbereitet. Falls sie es überhaupt schaffen, natürlich. Nummer 2. Die Ringe. Superman. Superman betritt diese virtuelle Welt, um seine Freunde vor Lex Luthor zu retten. Hier muss der Mann aus Stahl zuerst ein frustrierendes Ringlabyrinth passieren. Sollte Superman zu viele Ringe verpassen oder die Zeit knapp werden, muss er das Labyrinth von vorne anfangen. Schafft man die Ringe, gibt es eine zweite Herausforderung im Level, die scheinbar darin besteht, Autounfälle zu verhindern. Schafft man die zweite Herausforderung nicht, geht es wieder zurück zu den Ringen. Vergiss Kryptonit und Magie. Diese schwebenden Ringe sind Supermans wahre Schwäche. Nummer 1. Parkplatz-Tutorial. Driver. Wir haben viel über dieses Level geredet. Verstehen uns nicht falsch, das Original Drivers ist ein anständiges Spiel, aber das hier kann einfach nicht oft genug gesagt werden. Das Tutorial bringt Spielern nichts bei, außer vielleicht etwas Frustkontrolle. Man hat eine Zeitfrist, um die Manöver aus der Liste durch Ausprobieren abzuschließen. Läuft die Zeit ab oder man macht zu viele Fehler oder zerbeult das Auto zu sehr, wird das Level zurückgesetzt. Viele Spieler haben noch nie dieses feuchte Parkhaus verlassen. Was nützt es, der Fahrer zu sein, wenn das Spiel an der Startlinie endet? Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.